Es wäre viel besser, wenn die Regierung, wenn die Herrscher, die gerne Krieg spielen, wenn die sich meinetwegen im Boxring treffen würden und sich die Köpfe einhauen. Und die Soldaten stehen außen rum und gucken zu und lachen sich eins. Wie steht es um Krieg und Frieden in Europa? Der ukrainische Präsident Zelensky hat nun versprochen, dass bald ein Friedensgipfel mit russischer Beteiligung stattfinden könnte. Gleichzeitig haben aber die USA angekündigt, dass ab 2026 Langstreckenraketen, darunter Flugabwehrraketen, Überschallraketen und Marschflugkörper mit teilweise mehr als 2000 Kilometer Reichweite in Deutschland stationiert werden sollen. Was denken die Bürger darüber? Sehen Sie eine Kriegsgefahr? Wir haben uns in Dresden für Sie umgehört. Was sagen Sie dazu, wenn Langstreckenraketen bald vor Ihrer Haustür vielleicht stehen könnten? Fände ich nicht so lustig. Also wie gesagt, ich halte überhaupt nichts von Waffen. Brauche ich nicht. Die könnten von mir aus alle zerbröseln. Und dann sollen die meinetwegen mit Fäusten aufeinander losgehen. Dann wird wahrscheinlich weniger passieren. Ich glaube, dass das für Putin seine Leute eine Herausforderung sein könnte, Deutschland eher anzugreifen als ohne Langstreckenwaffen in Deutschland. Also ich finde, man müsste wieder anfangen, mehr miteinander zu reden, dass mehr geredet wird und nicht immer nur bestimmt wird, sage ich es mal so. Man müsste sich auch mit diesen anderen Parteien wieder mal an den Tisch setzen und reden. Einfach reden. Nur reden hilft in meinen Augen. Nicht gut. Ich bin generell gegen Waffen und die ganzen Waffengesetze in den USA finde ich jetzt auch nicht so okay. Ja. Ja, also ich bin derselben Meinung. Ich finde insgesamt, Krieg ist unnötig, braucht so etwas nicht. Und diese ganzen Konflikte mit Waffen zu lösen, ist einfach der falsche Ansatz. Frieden ist das Wichtigste auf der Welt. Und wenn sie welche stationieren wollen, dann sollen sie es bei sich vor der Tür machen und nicht bei uns. Es wäre viel besser, wenn die Regierung, wenn die Herrscher, die gerne Krieg spielen, wenn die sich meinetwegen im Boxring treffen würden und sich die Köpfe einhauen. Und die Soldaten stehen außen rum und gucken zu und lachen sich eins. Und sind Sie für Waffenlieferungen in die Ukraine? Ja, mit Augenmaß finde ich das schon, dass es ein Beitrag ist. Ich würde das, ich finde nicht gut, dass die sich einfach die Ukraine dann so einverleiben, ja, dass die da einfach reinmarschieren und man muss da schon, die Ukraine ist aber kaum in der Lage, selber mit eigenen Mitteln sich da zur Wehr zu setzen. Ja. Auf der anderen Seite kann man sich auch die Frage stellen, könnte das ein Fass ohne Boden werden, ja, weil ja. Was sollte die Bundesregierung jetzt aus ihrer Sicht unternehmen? Setzen die sich wirklich für den Frieden ein? Am Anfang ja, aber dann mit den ganzen Rüstungsgeschäften und die Panzer dahin verkauft und die Raketen dorthin verkauft, ist mir das meiner Meinung nach zu viel, was sie sich da einmischen. Ich finde das absolut eine Frechheit, ja. Also finde ich überhaupt nicht gut, weil das halt Deutschland dann wiederum auch für Russland interessanter macht. Und ich finde, Deutschland sollte sich generell aus solchen Sachen einfach ein bisschen raushalten. Man sollte mehr reden miteinander, europaweit. Was halten Sie von Waffenlieferungen in die Ukraine in dem Zusammenhang? Auch nicht allzu viel. Wie weit ist es noch bis zum Dritten Weltkrieg aus eurer Sicht? Rückt die Kriegsgefahr näher? Ich würde mal sagen, schon, vor allen Dingen mit dem Russlandkrieg oder beziehungsweise halt Ukraine und was auch in Palästina derzeit passiert. Es rückt immer näher, es wird immer mehr, finde ich. Und ja, ich denke, wir stehen nah dran. Ja, bin ich auch derselben Meinung. Man sieht ja, nicht viele Menschen können da oder manche Menschen wollen nicht mal etwas dagegen unternehmen und wollen nicht mal mehr helfen und denken sich einfach so, ja, ihr Leben. Aber es ist ja wirklich sehr nah dran, auch für die jungen Menschen. Das wird ja auch viele betreffen, auch noch die Alten. Jetzt stehen ja die Landtagswahlen vor der Haustür. Beeinflusst das Ihre Wahlentscheidung? Gibt es aus Ihrer Sicht überhaupt noch eine Partei, die sich glaubhaft für den Frieden einsetzt? Also ich persönlich bin Befürworterin von Sarah Wagenknecht, weil sie immer schon gesagt hat, dass man mit Putin reden muss. Man muss beim besten Willen nicht Putins Freund sein. Ich finde auch es furchtbar, wie er Angela Merkel eingeschüchtert hat mit dem Riesenhund damals. Sowas macht man einfach nicht. Aber sie mag ihn garantiert doch nicht menschlich, aber es ist
einfach mittels das einzige Mittel, um nicht mehr Menschen sterben zu lassen. Ja, ich tippe mal ja, ist in beiden Bundesländern wahrscheinlich dieselbe Partei. Welche Partei, wenn ich fragen darf? Die AfD. Also die AfD setzt sich noch glaubhaft dafür ein, dass sich wieder etwas zum Besseren wendet. Ich gehe mal davon aus, ich meine, die anderen Parteien hatten jetzt genug Zeit, die Missstände da mal aufzuarbeiten und abzuschaffen, haben sie nicht geschafft. Vielleicht sollte es mal eine neue Partei werden. Vielen Dank, Dankeschön.